Hey, heute werde ich mit euch DM-Neuheiten testen. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch noch fragen, wann ihr am meisten YouTube-Videos guckt. 12, 14, 16 oder 18 Uhr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann weiß ich da Bescheid. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wie ihr seht, bin ich gerade ungeschminkt, außer dass meine Wimpern halt eben getuscht sind. Und ich würde sagen, wir testen jetzt Produkt Nummer 1. Das ist von Catrice und das heißt Retouch Anti-Dark Circles Concealer. Das ist die Farbe 020 Yellow. Und das soll dafür sorgen, dass Augenringe aufgehellt werden. Und ihr seht, ich habe jetzt hier, ich habe nicht schlimme Augenringe, aber sie sind halt eben schon da. Und dann schauen wir mal, ob die davon abgedeckt werden können. Da muss mir erstmal was rauskommen. Manchmal, da muss man wirklich 1000 Jahre drehen, bis da irgendwas kommt. Ach, da kommt was. Juhu! Okay, das hat schon wirklich einen krassen Gelbstich. Ist auch sehr, sehr dickflüssig. Alles klar. So, ich werde das jetzt einfach mal hier mit meinem Finger verteilen. Also es deckt auf jeden Fall ab. Naja, wirklich abdenken würde ich das jetzt nicht nennen. Da ist jetzt einfach so ein gelber Schleier hier drüber. Man sieht aber immer noch meine Augenringe durch. Aber ich schätze mal, dass es vielleicht ganz gut ist als Base. Ich werde das hier jetzt nochmal entfernen und werde jetzt hier mal Concealer drüber machen und auch hier. Und dann schauen wir uns mal den Unterschied an. Was ich auf jeden Fall schon feststellen kann, ist, dass die gesamte Farbe vom Concealer verändert wurde. Also sie wurde halt gelbstichiger. Ihr könnt das jetzt auch schon gut sehen. Also hier, das ist so ein richtiger Hautfarbeton und das hier ist so ein richtig gelblicher Ton. Oh je, okay, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera gut sehen könnt. Hier ist es halt wirklich sichtlich gelb alles und hier ist es halt ja der Hautfarbe entsprechend. Ich finde auch nicht, dass das hier mehr abdeckt als das hier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber ich muss sagen, mich persönlich hat das Produkt bisher nicht überzeugt. Ich werde das hier jetzt nochmal entfernen, denn ich habe mir mega coole Pinsel gekauft, die ich jetzt noch testen möchte. Und ich finde immer, man muss das Make-up vor dem Concealer auftragen. Und ich mag das nicht, wenn da sich so 1000 Schichten bilden. Also, bis gleich. Okay, seid ihr bereit für die magischsten Pinsel, die es jemals bei DM zu kaufen gab? Tada! So sehen sie aus. Das sind Einhornpinsel. Ich finde sie so genial. Ich konnte nicht daran vorbeilaufen. Und die haben ein bisschen mehr als 10 Euro gekostet. Und das fand ich gar nicht mal so teuer für 5 Pinsel. Aber lasst uns doch mal schauen, wie sie sich anfühlen. Ich nehme mal direkt den Foundation-Pinsel hier raus, weil ich jetzt gleich hier mit meine Foundation auftragen möchte. Und der sieht so cool aus. Der ist echt hochwertig verarbeitet, also da ist kein Kunststoff, was irgendwie überschüssig wäre und der fühlt sich sehr, sehr weich an und die Härchen sind auch alle fest hier drin, also da kann man nichts rausziehen oder so. Es stinkt auch nicht chemisch, also da habe ich bisher gar nichts auszusetzen. Ich werde jetzt mal hier Make-up in meinem Gesicht verteilen und das Ganze mit diesem Pinsel hier einarbeiten. Also mal sehen, wie das klappt. Oh, also der ist, ja, der fühlt sich sehr gut an. Dadurch, dass der so weich ist, macht er auch wirklich jede Bewegung mit. Cool. Wow, also bisher bin ich auf jeden Fall begeistert. Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der irgendwie mein Produkt schluckt oder so. Und der passt sich auf jeden Fall jeder Gesichtsform irgendwie an. Das ist richtig toll. Alles klar, der Foundation-Pinsel hat schon mal bestanden. Die anderen Pinsel fühlen sich auch alle mega schön weich an, sind alle gut verarbeitet. Ich werde die jetzt im Laufe des Videos noch weiter verwenden. Werde mir jetzt erstmal Concealer auftragen, dann geht es weiter mit den Augenbrauen und danach kommen die wieder in den Einsatz. Concealer ist drauf. Wie gesagt, geht es jetzt weiter mit den Augenbrauen. Ihr wisst, ich habe permanent Make-up. Das ist aber auch schon ziemlich verblasst. Also ich glaube, ich muss da nochmal zum Nachstechen gehen. Aber solange werde ich mir die jetzt nachmalen. Und da habe ich dieses Produkt hier von L'Oreal entdeckt. Und dazu gibt es ja auch die passende Mascara. Das ist die Paradise Ecstatic Mascara. Die habe ich in meinem letzten Video schon getestet. Und wenn ihr wissen wollt, wie die abgeschnitten hat, dann solltet ihr euch das Video nochmal angucken. Ich verlinke euch das jetzt hier auf jeden Fall irgendwo. Jetzt geht es aber wie gesagt erstmal um die Augenbrauen und da haben wir die Paradise Pomade Ecstatic.
oder Pomade. Ich glaube Pomade. So, und dann zieht man hier einmal den Deckel ab. Macht das Ganze so hier drauf und dann hat man hier direkt seinen Applikator mit dabei. Erinnert mich sehr an das Produkt von Benefit, wo man das auch machen kann. So, dann wird das nur noch aufgeschraubt und zack, hier ist die Farbe drin. Ich habe jetzt die Farbe 103 genommen. Das war jetzt die dunkelste, die sie da hatten. Ich hoffe, dass sie okay ist, weil ich meine Augenbrauen gerne etwas dunkler habe. Meine Augenbrauen sind jetzt fertig und ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, ob mir das Produkt gefällt oder nicht. An sich finde ich den Ton gut und man kann auch gut mit dem Produkt arbeiten, aber ich glaube, mir ist das ein bisschen zu mousig oder die Textur ist mir ein bisschen zu locker. Ich mag das gerne, wenn das so ein bisschen fester ist und auch den Augenbrauen noch so ein bisschen Halt mitgibt, was hier halt nicht wirklich der Fall ist. Ich denke, das ist so eins von den Produkten, was ich mehrmals testen muss. Was ich bisher allerdings sagen kann, es gibt auch eine Augenbrauenpomade von NYX oder von Anastasia Beverly Hills. Das ist auch eine ganz andere Preisklasse, die von Anastasia Beverly Hills. Aber die beiden gefallen mir zum Beispiel viel besser als das. Aber mal schauen. Ich kann noch nichts Endgültiges sagen. Wenn ihr das Produkt schon getestet habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann können wir uns gerne darüber austauschen. Jetzt möchte ich mit euch gerne ein Produkt von Love testen. Und zwar ist das die The Glorious Highlighting and Bronzing Palette. So, und ich packe das hier mal aus. So, das war irgendwie eine schwere Geburt. So sieht die Packung aus. Die sieht sehr, sehr hochwertig aus. Sieht echt schön aus. Und ich habe das einfach gesehen und habe mich direkt darin verliebt. Dieser Highlighter, der sieht so toll aus. Und hier haben wir auch noch so einen Bronzer und der ist nicht so ganz matt. Und ich mag das ganz gerne, wenn die nicht so matt sind, sondern so ein bisschen Glow mitgeben. Ich werde jetzt hier mit dem dunkelsten Ton beginnen und dann kommt auch wieder so ein Einhornpinsel ins Spiel. Und der wird mir dabei helfen, mein Gesicht schön zu bronzen. Ja, also das gefällt mir bisher echt gut. Sowohl der Pinsel als auch der Bronzer. Also der Pinsel fühlt sich genauso weich und schön an wie der Foundation-Pinsel von eben. Und das Produkt von Love, was ich hier gerade aufgetragen habe, das ist ein bisschen matter als gedacht, was gut ist. Also man möchte ja nicht glänzen wie so eine Disco-Kugel. Es lässt sich auch super gut verteilen. Und jetzt schauen wir nochmal hier, wie das aussieht, wenn man das auf die Stirn gibt. Mega, also wie gesagt, es ist nicht ganz matt und es ist nicht zu glowy. Gefällt mir richtig gut und der Ton ist nicht zu orangestichig, was sehr, sehr wichtig ist, damit man nicht aussieht wie so eine Orange. Das muss man nämlich auch mal lernen. Also was ich da früher am Bronzer verwendet habe, also das ist ja schrecklich. Wenn ich jetzt Fotos von damals sehe, denke ich mir so, what the fuck, was war mit mir los? Aber nun gut, dafür haben wir YouTube. Als nächstes werde ich hier diesen Soft Illuminator auftragen. Der sieht sehr schwach aus. Deswegen mal schauen. Der sorgt für einen leichten Glow. Aber mir persönlich reicht das nicht. Also jetzt in der Kamera sieht der Glow auf jeden Fall krasser aus als hier. Deswegen haut mich das jetzt gerade mal nicht vom Hocker. Aber für den Alltag, warum nicht? Ich werde aber jetzt mal diesen Metallic Highlighter ausprobieren. Ich gebe mir den jetzt mal schön hier drüber. Oh ja. Sowas liebe ich. So muss das aussehen. Also bei mir persönlich. Ich liebe Highlighter. Ich finde es so wichtig. Geben wir das auch nochmal hier drauf. Damit ihr nur den Highlighter hier im Einsatz seht. Sehr schön. Ich werde mir jetzt noch was von dem Bronzer hier ins Augenlid geben, damit ich nicht ganz so tot aussehe. Der Pinsel fühlt sich ein bisschen komisch an in der Hand. Also ich halte die Pinsel immer sehr weit hinten, weil dann kann man einfach besser verblenden und kriegt nicht so harte Kanten. Und da der hier hinten so dünn ist, fühlt sich das sehr, sehr lustig an, weil das immer so ein bisschen hin und her gebogen wird. So sieht das jetzt aus. Also die Palette finde ich super. Das war eine gute Investition. Die war aber, glaube ich, etwas teurer.
Ich werde euch den Preis jetzt auf jeden Fall hier irgendwo einblenden, falls ich das nicht sogar schon getan habe. Jetzt gibt es nur noch ein einziges Produkt zu testen, denn jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie bekommt man das ganze Make-up wieder ab? Und da habe ich dieses Produkt hier geholt von Nivea. Das ist eine In-Dusch-Waschcreme und Make-up-Entferner. Hier steht auf trockene Wimpern einmassieren, abduschen, Make-up entfernt. Für trockene und sensible Haut, das hört sich mal super gut an. Aber ob die ihr Versprechen auch halten, das werde ich jetzt gleich mal testen. Ich werde dafür jetzt nicht wieder duschen gehen. Ich habe nämlich eben schon geduscht und deswegen werde ich mir einfach gleich so über dem Waschbecken mein Gesicht waschen. Ich werde das mal eben machen und dann werdet ihr sehen, inwieweit das Make-up abgegangen ist. Auf dem Etikett stand jetzt, man soll das Zeug erstmal trocken einmassieren, also beziehungsweise auf die trockene Haut. Und deswegen probiere ich das mal so von der Kamera. Vor allem stand da explizit die Wimpern. Mal schauen. Ah, sieht aber schon gut aus. Ich mache jetzt natürlich nur eine Seite, sonst finde ich gleich nicht den Weg zum Badezimmer. Und es wäre natürlich fatal. Alles klar, jetzt gerade sehe ich noch aus wie ein Geist. Hier sind überall noch Mascara-Reste. Aber ich muss sagen, dass das Zeug wirklich sehr, sehr pflegend war. Also ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Wattepad drüber. Okay, es wird auch ziemlich dunkel. Und es hat meine Haut sehr gepflegt dabei. Normalerweise habe ich immer so ein Spannungsgefühl nach dem Gesicht waschen. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Ich habe null Mascara-Reste in den Wimpern. Klar, ich habe es jetzt hier überall hängen. Aber finde ich super. Also Daumen hoch dafür. Das war es dann jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, mich jetzt kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.